einmal vergessen. Scheiß Ding, Alter, ich lass die einfach gleich an. Es ist schon leer. Aber du hast schon gerufen, was der Munition. Was ich an unseren Projekten immer so spannend finde, ist, dass sich einfach Leute aus Berlin, wie aus Thüringen und die Leute aus Heidenheim hier in Heidenheim treffen können und einfach einen richtig guten Film auf die Beine stellen können. Ja, mein Charakter in dem Film hat ja im Prinzip, fühlt er sich an der Front wohler als zu Hause. Und bei den Recherchen, die ich jetzt über das Thema so angestellt habe, bei den Filmen, die man sieht und die Bücher, die man liest, da wird einem eigentlich schon klar, dass die Soldaten an der Front eigentlich seelisch komplette Fracks waren. Also die haben teilweise Sachen gesehen, das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, selbst wenn man es liest oder erzählt bekommt. Man kriegt das einfach nicht verpackt, was damals abgegangen ist. Ja, und deswegen, ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich jetzt nicht in Real Life mit einem von den Leuten tauschen muss. Ich meine, ich bin jetzt schon angepisst von der Uniform in dieser übelsten Hitze. Und das ist ja nicht das Einzige. Wir sind hier ja komplett außer Lebensgefahr. Und wenn um dich drumherum die Welt untergeht, deine Kameraden und Freunde fallen und wieder dich sterben, dann, ich weiß nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Los, Action. Los! Hurra! Cut. Und Action! Ah! Ah! Ah!